Hallo und herzlich willkommen zu Assassin's Creed 3. Und ja, wir waren bei Abstergo gewesen, haben die Energiequelle geholt und wollen jetzt diese nun anschließen. Und dazu müssen wir hier lang. Wie zufällig halt diese Stangen da hängen. Wahnsinn. Aber ich glaube, es gibt noch mal Geschichtsunterricht, oder? Ja. Eine neue Welt näherte sich, voller Kälte und Dunkelheit. Sie würde uns verschlingen, denn wir sind Fleisch und Fleisch ist schwach. Anzüge und Schilde boten Schutz, doch all das würde nicht reichen, um alle zu retten. Also wollten wir unser Wesen verändern, auf dass wir in einer giftigen Umwelt gedeihen können. Es war Aita, der sich meldete, um es zu probieren. Aita, mein Mann, meine Liebe. Am Ende veränderte es ihn, zerstörte ihn. Er war ein Gefangener von Maschinen. Der Körper hätte überleben können, doch sein Verstand musste dabei zerbrechen. Er bat mich, ihn zu erlösen. Tage, Wochen und Monate. Ich flehte ihn an, uns Zeit für eine andere Lösung zu geben. Aber es gab keine. Nicht für ihn. Nicht für uns. Oh Mann, es wird ja alles hier traurig. Aber uns egal. Alter, wo müssen wir denn hier lang? Bestimmt da hinten, wa? Vor allem, was ist denn das für ein Zeug? Der glitzert so schön. Und wenn wir von Glitzern gerade sprechen, jetzt scheint hier volle Kanne die Sonne drin, Alter. Boah. Nicht, dass ich das nicht mit Webcam mache hier. Wobei ich mag ja so Webcam-Let's Plays eigentlich nicht. Naja, ich weiß nicht, was das soll. Warum soll ich von dem Typen das Gesicht sehen? Weil das macht Let's Play nicht aus. Anders wäre es natürlich, wenn wir so Slender spielen würden oder generell Gruselspiele, wie damals noch Resident Evil. Da war es ja noch gruseliger. Irgendwie. Wobei ich Resident Evil Was nicht ist das spiele. Bewusstsein anderes als eine Reihe elektrischer Impulse? Und der Körper ein Gefäß, das diese Funken bündelt. Doch er ist schwach. Mit der Zeit vergeht er und zerfällt zu Staub. Und wir fragten uns dann, was, wenn wir ihn ersetzen? Durch etwas Stärkeres. Etwas Besseres. So schufen wir ein neues Gefäß. Eins, das fortdauert. Und es war einfach zu betreten. Doch zum Verlassen. Zum Verlassen brauchte man etwas mehr. Etwas Falsches. Und so wurde auch dies aufgegeben. Doch ich fragte mich, was tut sich abzuwenden? Ja. Also jetzt. Ich weiß nicht, wie es euch geht oder so, aber ab dem Teil komme ich echt nicht mehr mit. Irgendwie, keine Ahnung. Es gibt echt Dinge, wo ich sage, von der Story her hätte man besser machen können. Also storytechnisch ist das hier nicht gerade eine Glanzleistung gewesen. Oder ist keine Glanzleistung. Hier müsste die Quelle jetzt sein, ne? Da ist er. Die letzte. Ja, wie gesagt, zur Story. Es ist einfach halt so geworden, dass Spiele eigentlich schon mehr Film sind als
Spiel. Und ja, es gibt halt Leute, die sich daran stören, wie Werder-Fan, der das Let's Play ja hier abgebrochen hat, oder besser mir an mich weitergegeben hat, weil er einfach so ein Typ ist, der stumpfes Töten mag. Warum, ist ihm völlig egal. Und ja. Ach, jetzt muss ich da die beliebige Taste drücken. Wollte schon Die sagen. Zielgerade, Desmond. Ich kann es fühlen. Und ja, Das Kriegsglück deswegen wendet gibt es ja sich. so Spiele wie Mass Die Effect, die er gar Loyalisten nicht mag, ziehen zum sich vor Beispiel, den die Vorrücken eine und riesen Patrioten Story haben, zurück. eine geniale Story, bis auf Ihre dem Kontrolle das über das Ende Land wird jeden Tag vom schwächer. dritten Teil. Die Templer dagegen Ja, und werden ich immer quatsche mir schon stärker. voll ins Wort. Trotz geringerer Anzahl geht von ihnen die größere Gefahr aus. Und was am schlimmsten ist, Washington hat Charles Lees Leben verschont. Ich hörte, er sei nach Fort George geflüchtet. Und so suche ich seit Tagen nach einem Weg dort hinein. Von meinem Vater fehlt jede Spur. Und das ist gut so. Wenn ich mich Lees entledige, gibt es noch Hoffnung auf eine Versöhnung. Und somit auf Frieden. Connor? Er verlangt nach dir. Hallo, Connor. Komm schon. Deine Trauer hilft mir auch nicht mehr als die Suppen und Tränke dieser Närrin. Erzähl mir von deinen Heldentaten. Charles Lee wurde enttarnt und endlich von den Patrioten verjagt. Sie marschieren nun auf die übrigen Städte, um das Land endgültig zu befreien. Dann hast du gesiegt. Das Land und dein Volk sind sicher. Aber du hast Sorgen. Washington hat Lees Leben verschont. Solange er lebt, sind alle in Gefahr. Dasselbe gilt auch für deinen Vater. Als du damals zu mir kamst, wusstest du, was getan werden muss. Und schworst, es zu tun. Wenn nicht für die Bruderschaft, dann für dein Volk. Und für alle, die unter den Templern litten. Doch wenn Lee tot ist, könnte mein Vater... Hör mir gut zu. Du hast nicht so viel erreicht, um es für falsche Gefühle fortzuwerfen. Alle beide müssen sterben. Achilles. Es gibt nichts mehr zu diskutieren. Connor, ich kam so schnell ich konnte. Bringst du gute Nachrichten? Der Comte de Grasse sagt ja. Stoß nur zu seiner Flotte in der Chesapeake Bay und sie werden tun, was nötig ist. Bloß was genau habt ihr eigentlich vor? Ich werde es dir zeigen. Charles Lee wurde vielleicht entlassen. Doch das heißt nicht, dass wir sicher sind. Aber der Kommandant... Der Commander unterschätzt die Gefahr. Und wir dürfen keine Zeit mehr vergeuden, ihn vom Gegenteil zu überzeugen. Ich muss es selbst tun. Und was genau? Charles Lee töten. Er versteckt sich in Fort George und das liegt selbst mitten in einem militärischen Bezirk. Ich kann keinesfalls direkt hinein. Also komme ich halt von unten. Incroyable. Die Tunnel, die zum Vorführen, wurden zugeschüttet. Während ich die Schiffe des Admirals sichere, musst du sie räumen. Und die Schiffe? Auf ein Zeichen hin bombardieren sie das Fort. Zerstören die Mauern und lenken sie ab. Ich verstehe. In dem Chaos werde ich hineinschleichen, Charles Lee finden und zum Schweigen bringen. So, damit haben wir jetzt einen Plan, was wir genau machen sollen und...
ja, ich muss diese Stelle jetzt leider wieder nachzeichnen, also nachaufzeichnen, weil ich mein Mikrofon stumm gestellt hatte, um ein Geräusch zu verbergen, sage ich jetzt mal, weil ich einen Schluck trinken wollte. Und ja, wir müssen jetzt zum Schiff und können nicht schnell reisen. Das ist doch aber so eine Scheiß... ja, wir lassen mal die Beschimpfung, besser ist es. Und los, kommt ab runter jetzt da. Ach, mal dieses lange Laufen, ey. Und zack. Und... oh, oh, ah. Ist natürlich blöd gelaufen. Na komm schon. Naja, macht ja nichts. Wir haben ja hier mehrere Leben. Ist ja nicht so, dass wir wirklich existieren. Und ja, jetzt ist so ist gut. Schön Platz gehabt. Ach, jetzt können wir wieder schön Schiff fahren. Ist natürlich recht nervig. Leicht etwas. Es ist nervig. Aber daran sollte ich mich gewöhnen, weil der vierte Teil kommt ja auch und das wird ja mit Piraten sein. Und ja, da wird es gang und gäbe sein. Schöne Landschaft hier. Schön hier. Bloß kein WLAN. Macht aber nichts. Wer kennt die Werbung nicht? So, ab aufs Schiff. Die Schlacht von... keine Ahnung, kann ich das nicht aussprechen. Besser gesagt nicht lesen, weil das Bild zu klein ist. Die Crew bereit machen, Mr. Faulkner. Wir segeln zur Chesapeake Bay. Chesapeake. Die Schlacht von Chesapeake. Ach ja, mein Englisch ist not so the best, aber das geht schon. Und, ach, Ladebildschirm. Im ersten Teil kommt man wenigstens noch zuhauen. Beim zweiten weiß ich es gar nicht. Lafayette versprach mir eine Flotte ohne Gleichen und einen furchtlosen Captain. Stattdessen begrüßt mich ein alter Kahn und ein verkleidetes Bürschchen. Ich verspreche, mehr brauchen wir nicht, Admiral. Das bezweifle ich, doch Bettler haben keine Wahl. Hm? Und die Schiffe, die ich brauche? Sie gehören euch, falls wir das überleben werden. Also, was soll ich tun? Haltet die Bucht, während ich die Flotte angreife. Sollten sich britische Schiffe nähern, zerstört sie. Sie dürfen nicht nach Yorktown. Na denn mal Angriff, Leute. Ach, dann schon sind wir wieder auf diesem schönen Schiff. Dafür haben wir keine Zeit. Für was? Für Segel? Verstehe ich jetzt gerade nicht. Allmächtiger Gott! Die Hölle ist ausgebrochen. Was schätzt du, wie viel? Zu viel. Wenn jemand sie aufhalten kann, dann hier. Ich hoffe nur, der Admiral kommt schnell zurück. Oh, ja, schön. Der Feind nähert sich! Ja, genau. Kann ich jetzt mal? Oh, geht doch. Seht aus, als hätten sie uns begrüßt. Macht euch bereit. Boah, so viele. Der war nix. Oh, zu früh. Egal. Au. Ach, komm. Oh, doch, noch getroffen. Sehr gut. Und zack. Halbes Segel. Ach komm. Hey, sind ja nur noch drei. 5 von 8? Ging ja schnell. Ah, doch noch. War knapp, aber. Das hat nichts gebracht. Ach, da ist auch noch ein Schiff. Hallo.
Der war gut. Und Angriff! Ach, was? Oh, was fährt er denn jetzt dazwischen? Ernsthaft, ey. Ich bin doch ein Experte, lass das Mikrofon aus. Mal sehen, dann werde ich vielleicht das Teil nachsynchronisieren. Was kommen noch mehr hier? Bam, Junge! Jetzt geh doch mal tot! Bam! Geht doch. Jetzt nur noch das Schiff da hinten. Okay. Hä? Na nun komm jetzt hier. Jetzt. Hat das sauber funktioniert? Ein Schiff weniger. Sie bricht auseinander. Vorsicht. Ach, ey. Die ran war jetzt hier volle Kanne. Oder auch nicht. Na, dann musst du halt so dran glauben. Oh! Okay. Die hätten wir auch. Was? Was? Wollte schon sagen. Ey, da sind die Ladungen offen. Wie geil ist das denn? Okay. Ach ja, komm. Ey, was ist denn jetzt hier? Bam. Aua, sehr gut. Halbes Segel und Feuer. Alter, alles abgefeuert hier. Zack. Was? Die sind noch da? Ich dachte, die sind tot. Gut, okay, dann beenden wir hier die Folge und seht euch nächste Folge an, wie ich die alle hier fertig mache. Also bis dahin, reingehauen.